Hat jetzt schon ein paar Hektar gemäht, also das ist jetzt nicht der erste Einsatz, sondern letzte Woche habe ich schon woanders hergenommen gehabt. Läuft ganz gut, muss ich echt sagen. Stellt sich die Frage, ob ich das noch irgendwann mit dem Traktor fahren kann, weil das lässt sich schon ein bisschen schwerer ziehen mit diesen 8,50 Meter. So. Da haben wir jetzt in der Früh noch mit der Drohne drüber geflogen, mit der Wärmebilddrohne. Also vor 2 Stunden. Sitzen auf die andere Straßenseite. Was mir ganz gut gefällt bei dem Mehrwerk ist, dass es eigentlich nur auf 750 Zapfenumdrehungen laufen lassen muss, weil die Übersetzung hat sich ja geändert bei den neuen Glasmehrwerken. Jetzt, das kennt man im Spritverbrauch schon und auch von der Lautstärke, es ist eigentlich viel angenehmer. Ne? Die Bedienung über Isobus funktioniert auch super, ich habe jetzt mittlerweile ein wenig so rausgekriegt, also ich habe jetzt auf dem Command Pro auf C und D habe ich eben die beiden Mehrflügel für die Einzelflügelaushebung. Jetzt kann ich einfach auf dem Command Pro vorwählen, was für Seite dass ich aufheben möchte oder niederlassen. Das ist ganz praktisch, weil ich habe im Endeffekt dann nur noch den Command Pro in der Hand und muss dann nicht mehr lange umeinander suchen. Unten war jetzt nicht so viel Ware da gestanden, da geht es jetzt wieder ein bisschen. Aber da haben wir auch eine Bühne nicht hergefahren gehabt. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Mineraltunnel her. Mal aufschauen, weil da ziemlich viel Holz noch drin ist. Da haben wir das ganze Holz eben rausgerissen im Herbst. Die Steinmauer ist von der ländlichen Entwicklung. Das ist quasi Ausgleichsfläche für die neue Straße drunten. Das ist auch schon ungewohnt, wenn wir immer mit 8,10 Meter im Endeffekt waren sie bloß, weil wir das Mehrwerk zusammengestellt haben. Mein und dann jetzt mit der 98. Wir haben das da jetzt auch wieder zusammengestellt. Wegen Überschneidung, weil wir doch viel Kurven und Hängen haben.
Wir fahren jetzt immer noch mit dem Mitschlepper umeinander. Also, neue Liefertermine jetzt Mitte Juni. Mit der ganzen Gaudi da auf dem Schwarzen. Bin echt so mal gespannt, dass dann alles so funktioniert, wie ich das erhoffe. So, ich lasse jetzt da nur den rechten Flügel runter. Weil wir beim Hochmann da die ganzen Kurvenüberschneidungen noch schön mitnehmen können. Und dann zieht es schon zusammen, 175 km/h. Ja, und zu den weiteren Neuigkeiten. Es kommt nochmal ein zusätzlicher Schlepper auf den Hof. Allerdings werden die Felgen eine andere Farbe haben. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare mal ein Ratespiel veranstalten. Vielleicht errät es ja jemand. Also es wird ausnahmsweise ein Quatsch an dir. Man muss einmal auch tolerant für anderes sein. Es wird aber auch kein Neuschlepper nicht. Also ein guter gebrauchter, aber auch dafür ein guter Schlepper. Und wo es dann da kommt, das wird jetzt dann die nächsten zwei Wochen erfahren. Also bis wir dabei haben, haben wir, weil ich bin ja auch noch auf der Suche. Der aber wahrscheinlich eher nur auf der Baustelle sein wird. Also es kommt darauf um, und man kann vielleicht damit zuwechseln, dass dann der Schwarze immer auf der Baustelle kommt und ich nehme das Fremdfabrikat mal mit heim. Dass ich auch ein wenig abwechseln kann. Der dürfte dann gespannt sein. Das heißt, es gibt schon wieder Copyright-Probleme. So haben wir jetzt eh nicht mehr so viel. Das sind jetzt so noch die, das wird jetzt auch ein Hektar. Und dann haben wir oben am Hof noch was. Still lassen, weil dann noch mit Hilfe fahren. Und den Rest, den machen wir dann erst auf voll. Das wird dann, wann wird das passieren? Ich schätze mal in zwei Wochen. Jetzt sagt er ja wieder schlechter. Das ist Akrobat, dann könnte vielleicht noch eine Kunstung rausfahren. Oder er fährt selber rum zum Gipsen. Ist da ein wenig mangelhaft. Also der Kerl hat nur nachgestellt.
Oder ich lebe mir einen Hinweis geben. Alle über nicht. Da dürft ihr jetzt selber roten. Nein, ich sollte nicht nichts. Zumindest haben wir uns jetzt noch eine zweite Wind gekauft. Die hole ich im Nachmittag. Also eine Krampe habe ich 20 Sitzbahn. Weil wir mit Joskin brutale Probleme haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das da wieder sagen soll, weil da gibt es wieder Probleme. Zumindest kümmern sie sich jetzt momentan im Werk darum, dass das wieder läuft, das drum. Aber ich finde es eigentlich schon schwach. Meine Schweißnähte haben wir da jetzt aufgemacht. Und ja, gerade bei einem Baustellenfahrzeug ist es halt nicht der Hammer. So. Jetzt muss man warten zum Zusammenklappen. Was jetzt von dem her, was mir gut gefällt, man kann es auch erst zusammenklappen, wenn das Abfallumdrehungen dementsprechend niederhand. Also ich drücke jetzt gerade auf, also ich habe jetzt kurz auf Druck. Aber es hebt erst auf, wenn zumindest eine Seite auf 0 ist, die andere dann folgt ja im Endeffekt gleich. So, Sichtkontrolle von der Verriegelung, das passt. Dann machen wir hier heißen weiter. Telefonleitung haben wir Gott sei Dank keine mehr da. Weil von dem neuen Mehrwerk hinten die Schwarzücher, die klappen ja mechanisch aber. Und die haben da ein bisschen zu fest angezogen. Also das ist von selber runtergefallen. Beim Krone war es damals so. Die unten, wenn du es zusammengeklappt hast, sind die einen gefallen. Beim Auseinanderklappen haben sie es runtergefallen. Das muss uns aber jetzt beim Neuen noch nicht. Das muss ich ein wenig lockern. Die Verschraubungen. So, da haben wir jetzt einen Zaun neu gemacht. Heute haben wir die restlichen Kühe auf die Weide rausgefunden. Die haben wir jetzt da, ja, was sind sie, 7-8 Hektar. Den Grünraum da müssen wir noch weghäckseln, den kriegt der Jonas nächste Woche noch. Zwar ein bisschen spät, ja, aber wir haben jetzt eigentlich noch nicht wirklich Zeit gehabt, dass wir den vorher wegtun. So, das Stück haben wir noch. Vielleicht kennt ihr es ja noch, da habe ich schon mal eine Kühlige gefunden. So. Verriegelung nicht auf. Probieren wir sie damit noch mehr. Mo geht. Jetzt auch. Das gefällt mir ganz gut eigentlich, mal echt so. So. Da habe ich jetzt eh schon kurz noch weg von letztes Jahr einmal. Kennt man schon. Und was man halt wirklich von den Wiesen merkt, weil man es doch seltener meint, sage ich mal, oder relativ spät, da sind einfach mehr, ja, natürlich angesammelte Pflanzen da haben. Also das muss man echt sagen. Das ist einfach die Pflanzenvielfalt doch ein wenig höher.
Da vorne muss das wieder raus. Die Frage, ob Alice es mir schon öfter gelesen, ja, das Anwesen durch, das gehört uns auch. Das hat, das haben wir mal gekriegt. Also eigentlich gehen die ganzen Flächen da rundum da dazu. Ziemlich viel Wald, ziemlich viel Arbeit. Ja, wir haben jetzt ungefähr, ja, ich sage mal, 4 Kilometer vom Hof weg. Darum haben wir das seit 2005, glaube ich. Auflagedruck habe ich jetzt hinten bei, was sind es, 100 Bar. Ich habe es jetzt auch letztes Mal schon öfter gebraucht, da haben wir am Handmat, dass ich unterm, also während der Mann Druck verstellt habe. Das heißt, ich kann dann mehr Gewicht auf den Schlepper verlagern. Das ist eigentlich schon gut, dass man halt im Hang nicht so leicht weggerutscht. Das hat es andere ja nicht gehabt, das ist ja nur über Federn aufgehängt gewesen. Ich glaube, gerade wenn du einen leichten Schlepper hast, weil jetzt, wenn du in den Betrag gewandt hast, ist das wirklich schon von Vorteil in der Hand. Momentan das nicht funktioniert, ist die Arbeitsaufzeichnung. Irgendwie hat jetzt der Bullock eine Teilbreitenschaltung drin, also der nimmt jetzt nur den linken Flügel auf. Hat letztes Mal eigentlich von sich aus funktioniert. Weiß auch nicht, da muss man vielleicht noch mit spielen, aber eigentlich ist es alles eingestellt. Also im Gerätemanager hast du da noch ein bisschen automatisch eben das Mehrwerk drin. Das war ja wie letztes Mal beim Autoswather genauso, wo ich einen Grünrocken gemäht habe. Jetzt zieht es jetzt schon zusammen, Fritz. Ich bin jetzt einmal froh, dass es mehr klappt, weil es war in einem dermaßen schlechten Zustand, weil ich es gekauft habe. Also, ich weiß nicht, da haben wir letztes Jahr gemacht. Die Klingen hat schon so zusammengegangen vorne, also die haben im Endeffekt, also da war nichts mehr rechteckig, sondern nur mehr so. Das wird wahrscheinlich, ja, die erste Klingen wird es auch, wird so gewinnen sein. Und das, da haben wir es letztes Jahr gemacht und dann haben sie es nicht mehr gewaschen. Also, unter aller Sau eigentlich. Ich habe ja auch schon bei Kugel über den Ding einmal nachgeschaut, also dem Lohnbetrieb, den das vorher gehört hat. Bewertungen, ja, zahlt seine Mitarbeiter nicht. Und ja, ich sage einmal, gerade bei einem Lohnbetrieb ist es auch da nicht, weil Lohnunternehmen hängt und fällt mit den Mitarbeitern. Ne? Wenn man gute Fahrer hat, dann ist das Lohnunternehmen eigentlich auch automatisch gut, dass man sich auf die Leine verlassen kann. Das ist ja bei uns genauso.
Nein, da war letztes Mal ein Star drin. Aber wenn man wirklich das merkt, das muss ich echt preisen. Und wenn es nur halb so lang wird bei der alten Schmetterling, ja, da ist ein Wurst drin, dann bin ich schon zufrieden. Weil eigentlich muss ich echt sagen, auf der Agritechnica war das Verglas schon wirklich, wie sage ich, schwach. Da haben ungefähr ja, 100 Leute wieder Bio umeinander gerannt und dann hat es geheißen, also haben wir mich hingegangen, ja, und wir hätten wir gerne eine halbe. Dann haben wir Vertreter geschmeißen, dass wir mit Männern kann und nicht. Ja, sie haben kein Bier, ja, und dann ist es irgendwie so eine Diskussion geworden, ne? Aber wir haben da aufs Freka kein Bier gekriegt, und das muss ich echt sagen, für so einen Konzern ist das eigentlich schwach. Ich meine, klar gibt es viele Wandertouristen, sage ich mal, die wollen einfach jetzt von Stand zu Stand rennen und uns auch von den Leuten haben. Das war ja auch irgendwie so die Bergkraft der Agritechniker, das hat man auch oftmals kennt. Ne? Nein, von Juski war das gleiche, von Juski haben wir auch nicht, haben wir auch keine Kabine gekriegt. Aber wenn ich schon sage, dass ich eigentlich mehr kann als möchte, und zwar nicht, kauft da um, ja, wenn wir so ein neues Probleme kaufen, haben wir irgendwo bei 30, 40.000, dann kann man da vielleicht schon mal 2-3 Wochen rausrücken, ne? Wenn wir schon aufgekommen. Ich meine, wir haben ja auch dementsprechend viel mehr Kleidung rumgehört. Aber naja, vielleicht wird es ja doch noch irgendwann anders, wenn der Agritechniker nächstes Jahr wieder ist. Jetzt ist es morgen trotz Corona. Echt, bin ich gespannt. Ja, mit GPS kann die auch machen eigentlich. Falls sich das der eine oder andere schon gefragt hat, aber ist ja nicht diese eigentlich so bei den Flecken nicht so wirklich. Und wenn man selber steuert, sollte man es vielleicht auch nicht verlernen. Biogas noch ein Gasobstrat ist, was man da herfand. Machen wir noch was gut.
dumm. Vielleicht ein bisschen umfahren, ich muss mal aufpassen, dass da nicht irgendwas drin ist. Gut. Schauen wir mal schnell. Ich glaube nicht, dass es original so ist. Mal schauen. Oder so. Ich glaube, passt es schon. Kann man los. Jetzt ist zumindest mal der ganze Rust wieder herunter. Zusammen. Passt, dann haben wir fertig. Cool, dann geht es ein bisschen Straßenfahrt. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, wo es da weitergeht, wenn man jetzt da weiterfährt. Das ist eigentlich eine Rundstraße, da kommt man jetzt dann mit den Traxxas raus.
war ja alles Schotterpiste, ne? Also mit Pullo kurz in dermaßen durchgeschüttelt. Das Auto war hinten noch total voll. Jetzt haben wir wieder im Praxisleben. Ne? Genau, der Hof da, das ist mein Onkel. Kabelhof.
auch Onkel von mir da. Über die Verwandtschaft. Wie geht's hier wieder? Ein Kickerl vom Händelkraft einmal. Schmeckt auch bestimmt gut. So. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, Servus.